Rift. Jetzt. So, willkommen zu Folge 26. Ja, mit offenem Fenster. Und irgend so ein verrückter Professor verbrennt draußen frisches Holz. Und das stinkt wie Scheiße. Ja, Timmy, heute lernen wir mal, wie das Feuer funktioniert. Dazu nehme man ein paar Baumstämme und zünde sie an. Und schwupps ist der Regenwald weg. So, ja, ich denke mal richtig. Okay. Haben wir noch keiner on? Wir sind so alleine. Okay. Wir brauchen Tunnel. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur uns selber und ein ruhiges Schlafen. Wow, wollte ich nicht machen hier. Ruhiges Plätzchen zu buddeln. Ich pack die erstmal hier so random irgendwo hin. Da und da und da. Passt. Und da. So, wollte ich erstmal reichen. Oh, gleich schön viel Eisen hier. God damn it. Hätte ich auch schon früher angefangen, den Tunnel hier auszubauen. Ich meine, wir haben zwar Eisen derzeit. Aber Eisen ist eins von den Sachen, von denen kannst du quasi gar nicht so viel haben. Per Definition nicht. Jetzt kam ich mir gerade irgendwie vor, wie so in dem einen Video, wo er Tubau fertig gemacht hat. Ja, per Definition nicht. Oh, schon cool, Alter. Auch wenn ich gerade einen Scheiß sehe, weil diese... Die Sonne ist zwar gerade nicht draußen, ist hinter Wolken, doch, die kommt gerade raus. Okay. Deswegen sehe ich hier gerade so wenig. Na super. Ich dachte schon, ich werde einfach blind. Aber nein, die Sonne ist wieder schuld. Fahrfick da, ficki, fick, fick. So. Irgendwas stimmt nicht, doch, stimmt alles. Da sieht man schon so ungefähr. Was habe ich denn da gemacht? Wie habe ich denn dafür gemacht? Gut, das sieht man nicht, aber hier sieht man. So wird es dann ungefähr aussehen, die gesamte Tunnel lang. Und ja, das ist nice, wenn das denn fertig ist. Gott, warum sind trotzdem viele Fahrzeuge unterwegs? Boah, Alter, dieser Geruch, ey. Warum verbrennt die das gesamte Holz? Können die das nicht nach Afrika spenden? Davon wird eine Familie 3 Jahre satt. Ich weiß gar nicht, hatte ich glaube ich schon mal erzählt gehabt hier. Hatte ich das hier erzählt? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Ich hatte damals einen Mikrocontroller. Also, ich habe immer noch Mikrocontroller, ich bastel ja mit den Dingern. Ich bin ja so privat, bin ich ja Programmierer und Elektrobastler. Und da arbeite ich ja gerne mit so Tinies, also so Mikrocontroller von AVR. Ja, und... Oh, jetzt sind wir Fackeln drin. Da hatte ich auch damals Experimente gemacht mit den Prozessoren. Destruktive Experimente, will sagen, die gehen dabei kaputt. Um bestimmte Schwachstellen herauszufinden, unter welchen Szenarios sie wann nachgeben, damit ich dann bei reellen Bauten da dann ja halt vorgewarnt bin quasi und weiß, bis wohin sie belastbar sind, unter welchen Situationen. Natürlich strikt nach den Datenblättern, ja, aber ich habe halt absichtlich so versucht, dass mehrere Faktoren zusammenkommen, die in Datenblättern halt nicht beschrieben sind, und dann zu gucken, wie sie sich unter diesen Umständen verhalten, damit ich dann weiß, wie ich meine Software anpassen muss, die auf den Dingern läuft, damit sie sich rechtzeitig halt im Moment dann halt abschalten, runtertakten, beziehungsweise halt von der Stromquelle trennen, weil meine Schaltung haben in der Regel ein Relais vor, was sie selbst ansteuern. Und wenn die Partie sich abschalten, schalten sie einfach das Relais taub. Und das ist so, so eine Schaltung. Ist das schwer zu komplizieren, aber wenn die praktisch tot ist, also abgeschaltet wird, dann bleibt die auch abgeschalten. Man muss sie also als Mensch dann wieder einschalten. Ja, und wie gesagt, im Rahmen dessen habe ich halt ein bisschen rumexperimentiert und es ist natürlich auch ein paar abgeraucht, klar. Und da habe ich dann Dokumentation betrieben und die ist im Internet veröffentlicht. Und da kamen dann haufenweise Sprüche. Eine Ratte, ich glaube es ja. Und da kamen dann haufenweise Sprüche mit: Oh mein Gott, Ronny, wie kannst du denn so viele Mikrocontroller durchbrennen lassen?
Die hätten doch Kinder in Afrika essen können. Ja, und nur sowas. Also war schon ganz nett. Nicht. Ja. Was man so im Internet für Leute trifft. Hier wird es gerade ganz schön dunkel und ich weiß, dass ich die Monster aktiv habe, also Monster aktiv habe, also eine Mod drin habe für Monster, daher auch die Ratte. Ich sollte es also hier nicht allzu dunkel werden lassen. Und hier, ja, hier die Kids-Toilette, so wird es dann wieder später aussehen. Okay, was machen wir hier? Hier ist es extrem dunkel. Achso, klar, ich habe hier von die Fackel abgehauen. Ich Genie. Übrigens kommen die Fackeln dann hier später nicht auf den Boden, sondern die werden dann hier oben reingeklebt. So quasi. So alle 10 Blöcke, meine Standardbauweise. Dazu suche ich mir immer eine gerade Zahl. Scheiße, ich sehe auch gerade gar nicht meine Zahl. Ach komm, dann klatsche ich mir die einfach irgendwie hin. Wieder ab. Passt. So. So sieht hier nämlich die Beleuchtung aus. Okay. Stopp. Du irritierst mich. So, dann brauchen wir gar keinen. Okay. Dann bauen wir jetzt hier einfach gerade durch. Ich weiß auch gar nicht, sind wir überhaupt tief genug? Bringt das hier überhaupt Tunnel auszubauen? Ich fühle mich gerade ein bisschen useless. Man weiß es nicht. So, hier müssen wir weiterbauen. In die Richtung. Wow. Genau da, wo ich Fackeln gebaut habe. Ronny, du Genie. Am besten erst gucken und dann Fackeln bauen. Den Apfel wollte ich gerade nicht essen, war aber eine gute Idee. So, okay. Aha. Ja, klar. Interessant. Okay. Gut, ich würde mal sagen, ich baue hier den Sand noch ab und dann lasse ich es aber auch hier mit dem Ding sein. Ich grab da mal lieber noch ein bisschen nach unten. Das ist mir hier irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir so vor, wie als wenn das hier eine dumme Idee ist. Ich könnte doch mal versuchen, das könnte ich das extra exklusiv für das Let's Play hier machen. Gucken, ob ich den Tunnel, den ich jetzt praktisch ausbaue, einfach so schräg nach unten gehen lasse. Mal gucken, wie das aussieht. Aber jetzt nicht so 45 Grad nach unten, sondern so für so 22,5 Grad. Also praktisch immer mit einem Slab, dann klassische Bauweise halt für Halbschräge. Oder wie auch immer man das nennen mag. So, wollen wir jetzt gucken hier. Ja, war zwei, also noch zwei. Perfekt. Scheiße, meine Spitzhacke ist kaputt. Und wir haben noch die... Was? Ich habe schon zwei Spitzhacken verbraucht. Bin ich denn des Wahnsinns? Von den Spitzhacken hätten noch Kinder in Afrika satt werden können. Oh Mann, Alter. Irgendwann werde ich noch in dem Spruch verhaftet. So, haben wir, passt. Der Sand kommt jetzt hier weg. Du kommst auch weg. Okay, dann hätten wir hier schon mal... Bam. Bam. Komm, leck mich. So, kannst du mich hier wieder weg. Und jetzt sieht alles original geplant aus. Du kommst immer weg hier. Bam, bam. Dann brauche ich hier keinen. Okay. Und original baue ich hier immer sowas hin wie... Holz. Ja. Nein, nein, nein. I don't like it. So, hat man hier gleich ein bisschen Atmosphäre.
Also sieht das schon gleich viel besser aus. Siehst du, so sieht ein richtiger Tunnel aus. Einfach so ein bisschen Atmosphäre, nach links und rechts ab und zu mal. Da ist ein Dungeon, aber den haben wir schon besucht, kann sein. Das sieht mir noch sehr danach aus. Hier ist zumindest alles beleuchtet und das dürften wir gewesen sein. Und ich kann mich auch daran erinnern, ganz stark, dass wir da was gebaut haben. So, the question is, wo bauen wir den Abzweig lang? Weil ich würde das Ding, was nach unten geht, gerne als Abzweig haben. Und der Frage ist, wie gesagt, nur wie. In die Richtung am besten einfach hier. Weil aufgrund der Treppe haben wir hier sowieso schon so ein kleines Komplex. Dann baue ich das am besten einfach hier so rein. Scheiße! Meine Spitzhacke! Okay, ich mach jetzt mal noch. Machen wir 3. Leco mio am Arschico. Mein Inventar wird voll. Wir brauchen unbedingt Rucksäcke. Oder ich muss endlich mal lernen, ein bisschen zu wirtschaften hier mit meinem Platz. So, Fakt ist nämlich, jetzt wird es nämlich interessant. Beziehungsweise ich muss hier noch einbauen. So. Okay. Ah, dieses hier bei der Konstruktion ein bisschen verkackt aus, aber normalerweise sieht das dann cool aus, wenn man das hier so ein. Egal. So. Und zwar, jetzt geht es nämlich los. Das hier, die Reihe kommt weg. Auf die Crosshöhe kommt dann noch eins. Ihr habt da offen gesagt keine Ahnung, was jetzt gut ist, was ich mache. Und da brauchen wir ganz viele Slabs. Ganz klar. Ah, scheiße. Und wir brauchen ganz viele Fackeln. Pack ich einfach mal hier. Und hier. Und da. Das ist aber ein bisschen heller ist. Das sieht schlimmer aus hier. Wie gesagt, mit diesem schräg nach unten bauen ist jetzt gerade hier ein Live-Experiment. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ich hoffe einfach, es sieht so aus wie in meinen Träumen. Wobei, da stand hier eine heiße Frau. Die fehlt hier irgendwie gerade, fällt mir gerade auf. Spaß. Alles gut. Wir wollen ja nicht sexistisch werden, ne? Das steht so nicht im Arbeitsvertrag. Mein lieber Herr, Gedanksverein. Gut, ich kann dann mit den Dingern, die vorhanden sind, ja schon mal gucken, ob das so ungefähr so aussieht, wie ich es mir gehabt gedenkt. Wir brauchen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich will die Dinger natürlich nicht aus Koppel machen, halt, also wir müssen erstmal Steine brennen. Wow. Okay, der hat schon ab hier die Post. So. Das heißt, ich schmeiß mal kurz die. Och du Kacke, wir haben viel zu wenig. Ah, die ist ja bloß die Kohle, die wir abgebaut haben. Hier haben wir noch ganz viel Kohle. Dachte gerade schon, es geht die Kohle langsam aus. Das wäre ja. Brauchen wir so viel, überhaupt so viel? Nee, ne? Na Quatsch, was mache ich hier denn eigentlich? Ja. Wie brauchen wir überhaupt? Also wir brauchen immer 3 Slabs pro Stufe. Ich weiß gar nicht, wie fett. Boah, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie tief wir überhaupt graben müssen für Diamanten. Habe ich echt nicht.
Ich mache auf jeden Fall erstmal so oder so hier einen ganzen Haufen von diesen Steinen. Ganz ehrlich, fuck off. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie wir das Ganze aufziehen. Und meine derzeitige Überlegung ist nämlich, dass wir auch noch nach oben, also hier an die Oberfläche, einen richtigen Aufgang machen. Heißt also so richtig so halt mit so einem Schacht, der halt nach oben geht und nicht unsere kleine super schmale Treppe da. Das ist ja nun wirklich ein Witz. Problem ist nur, dann wäre unser Eingang, den wir jetzt gebaut haben, quasi komplett hinfällig, weil den erreichen wir definitiv nicht, weil der ist ja im 45 Grad Winkel gebaut und wir wollen ja wie gesagt 22,5 Grad bauen. Oh, ist das scheiße, ist das scheiße, ist das kacke. So. Wir haben schon mal, nein, ach weg hier, oh scheiße. Leco mio. Ja, ist das kacke. Ich muss echt nochmal gucken, ab wann das mit den Diamanten losgeht. Muss ich echt machen. Wisst ihr was? Das machen wir am besten jetzt gleich. Dann wissen wir schon mal für die Zukunft Bescheid. Was wir brauchen ist Mindtest und dann die Blockinformation. So, jetzt müssen wir runtergehen zu den Diamanten. Und da gucken wir, ob da mal, ob da eine aktuelle drunter SST im Untergrund unterhalb der Meeresspiegel zu finden. Also halt also doch 128 und nicht 1024, so wie ich dachte. Sehr schön, okay. Weil ich war mir nämlich hundertprozentig sicher, dass das mal aktualisiert wurde. Und ich weiß jetzt nicht, wie aktuell der Artikel hier ist. März 2018, ach du Kacke. Kann also noch sein, dass das hier noch die voll alte Fassung ist. Dass die uns quasi überhaupt nichts bringt jetzt hier bei der Angabe. Okay, machen wir mal anders. My Test. Bug Change. Change Log. Change Log? Nein. Das da. So, und da gucken wir jetzt mal nach Diamonds. My Test. Ah ne, war doch richtig. Nein, geh zurück. Die gibt aber keine Suchfunktion, richtig? Scheiße. Ist das dämlich. Das Problem, was ich gerade habe, ich weiß nicht, in welcher Datei das definiert ist. Das müsste MapGen definiert sein. Aber ich war mir sicher, dass das ein Teil hiervon war. Genau, das hier. Das ist das, was ich meinte. Iron at was far too easy to find. Genau, Diamonds at was too easy to progress to. Was? Make Diamonds and Mass Blocks deeper to create deeper progression. Oh Gott, das sieht nicht cool aus. Okay, wo ist Diamant? Also doch, Mapchain, genau. Wisst ihr was, wir gehen direkt mal in die Datei rein. Können wir nicht so direkt öffnen? Wir wollen Bows Files, das ist jetzt bestimmt das vom Changelog. Okay, komm, wir gehen mal direkt rein. So, jetzt gehen wir wieder Time Mods. Das Ding war bei Default und der Mapchen. Also Default Mods. Jetzt mit raus. Map. Wo ist Map? Map. Dich mal am Arsch. So, da haben wir also Datei.
Und jetzt gucken wir mal ganz schön, ganz kurz, Stone with Diamond. Und das ist ab, ach du Scheiße, wie ich vermutet hatte. 1024. Wobei, das ist nur für die eine Rarität, ist ja für die verschiedenen Raritäten hier registriert, ne? Das ist hier die ganz hohe Rarität. Es gibt drei Raritäten. Wo beginnt denn die? Ach, du willst du mich? Hä? Das hier macht keinen Sinn. What? Moment, hier mal nochmal ganz kurz. Register? Oh. Y ist doch die Höhe. Warum soll über dem Meeresspiegel was definiert sein? Okay, heißt also, es gibt schon ab 128. Also. Was hast du jetzt? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich für, wenn du Mapchen hast, der in der Luft was generiert. Gibt es ja diese Skyland-Dinger zum Beispiel, wo du dann praktisch so wie diese fliegenden Berge von Pandora hast, die dann da oben in der Luft rumfliegen. Dafür ist das hier wahrscheinlich gedacht. Und für die normalen Spiele, die sich halt unten abspielen, ist dann das hier gedacht. Und da haben wir zwei Raritäten. Heißt also einmal alle 17x17x17 Blöcke. Also sehr selten. Achso, von diesen Einheiten gibt es, also alle 17x17x17 Blöcke gibt es 4. Und maximal hängt 3 zusammen, wenn ich das jetzt hier richtig deute. Ja, wie auch sei, egal. Auf jeden Fall haben wir hier praktisch, ja, das bereits der Punkt 28. Gut. Da brauchen wir also doch nicht so tief runtergehen. Das ist dann doch schon besser. Ja, ich bin gerade doch dabei, meine ganzen Doom-Folgen hochzuladen. Das dauert immer so lange. Mein Internet ist so schlecht. Ich schaff das nicht mehr. So, okay. Halt also, wir müssen nur 128 Tiefe runter. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Das ist doch annehmlich. Ist das doch. Fuck, fuck, fuck. Okay. So. 128. Ich werde mal. Ja, ich weiß, es ist quasi Cheaten, aber es ist mir scheißegal. Ich werde mal Dinge einschalten. Damit ich mal weiß, auf welcher Höhe wie wir uns jetzt gerade überhaupt befinden. Achso, siehst du, ich wollte noch diese Stone Slabs Dinger machen. Kann ich ja gleich mal noch die restlichen, die er jetzt gebacken hat, mitnehmen. Oh, ist schon fertig. Ha! Lol, gay. Danke. Danke. Ich nehme einfach mal alles mit. Wenn er heute bestimmt nicht sterben, tot. So, wir sind auf einer Tiefe von gerade mal 26, willst du mich ficken? Da hinten ist ein Feind. Der fucking hässliche Magier. Warum ist hier eine Fackel? Nein, 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 nein! Ach du Scheiße, wir sind gefickt. Wir sind sowas von gefickt. Wir müssen also noch die vierfache Strecke runter. Die vierfache! Runter! Vier! Fuck the police! Und wisst ihr was, wir werden es am besten doch machen, wir werden doch hier anfangen und dann aber, wie gesagt, halt im 22 Grad Winkel runtergehen. Das heißt also, wir werden hier bei unserem Tunnel wesentlich weiter, wesentlich später erst runter hier ankommen. Also da hinten irgendwo werden wir dann wahrscheinlich erst ankommen, weil wir halt wesentlich flacher runtergehen. Ist das Cheaten? Nein. Okay, das heißt, wir können den Abgang hier eigentlich auch komplett schon mal komplett sein lassen, weil ich würde den Abgang nämlich doch schon gerne da lassen, wo wir dann auch runterkommen. Das heißt also, den Tunnel lasse ich hier erstmal, aber wir werden noch einen richtigen Tunnel bauen und zwar, wenn wir den richtig schön aufziehen, den werde ich hier ein bisschen mehr abtragen und dann, wie gesagt, hier richtig schön, wie weit runter geht das denn hier? Und dann richtig schön runter die Kacke. Das heißt, wir fangen am besten direkt hier auch mit dem Sand an. So.
Und dann haben wir das praktisch alles eingeebnet. Und genau auf dem Level werden wir dann praktisch anfangen. Und dann runtergehen. Oh Gott, das wird ein Horrorcore. Weißt du, da wollte ich mal zur Ablenkung von unserem Hausbau mal wissen, was machen. Und jetzt ist das, was wir hier machen, gleich noch 5000 Mal länger von der Arbeitszeit her als unser Haus. Aber gut. Tunnel bauen ist halt Ehrensache. Du solltest dabei jetzt bitte bleiben. Danke. Nein, ich werde keine neue Schippe bauen. Okay, fuck off. So, Schippe. Wir brauchen Holz. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen Eisen. Wer hätte es gedacht? So. Wie das hier mit dem Sand machen, muss ich mal ganz kurz gucken. Ich baue jetzt erstmal mich hier unten rein. Haben wir überhaupt richtiges? Ja, doch. Wir sind. Nein, wir sind nicht richtig. Wir sind allzu weit da. Hier hätte nur zwei hoch sein dürfen. So, dann ist das hier mit dem, wo es 4 hoch ist. Hier fliegen Blätter rum. Gut, das nicht. So, das ist quasi unser Eingang, also abgesehen von dem hier. Und dann geht es dann am besten so irgendwie dann ab hier hinten dann runter. Und das, wie gesagt, im 22 Grad Winkel. Ich weiß nur gerade gar nicht, wo ich jetzt gerade überhaupt richtig. Okay, wir kommen quasi genau ein Versetz an unseren Tunnel unten dran. Weil unser Tunnel ist genau auf der Seite. Und wir wollen jetzt genau Grenze an der Seite. Das heißt also, wir haben unten dann einen Block praktisch als Grenze zwischen den beiden Tunneln. Passt erstaunlich gut dafür, dass es gerade Zufall war. Nice. Natürlich wieder Schotter. Wer hätte gedacht? Ich zum Beispiel. Nicht. Hallo? Achso, ich fange mit abklicken. Ist schon wieder. Gut, okay. Also das ist auf jeden Fall erstmal unser Anfangsrinne und ja, das wird dann praktisch unser Tunnel. Halleluja. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Tja, in dem Sinne dann also schau mit vorne, ne?